Was geht ab, Leute? Wer von euch hat Lust, heute etwas über Errors zu lernen? Niemand? Tja, wir werden es heute trotzdem machen. Schon seitdem ich Roblox-Tutorials mache, sehe ich ganz oft in meinen Kommentaren oder auf meinem Discord-Server Leute, die irgendeinen super einfachen Fehler in ihrem Code einbauen. In der Ausgabe steht der Error-Code und sie wissen nicht, was sie machen müssen. Und genau das lernen wir heute. Heute lernen wir zu verstehen, was Error-Codes bedeuten. Und die Voraussetzung für diese Folge ist nicht nur, dass ihr alle vorherigen Folgen gesehen habt, wie immer, sondern auch, dass ihr ein Grundverständnis von Englisch habt, weil Error-Messages sind auf Englisch. Und wenn ihr Englisch könnt und so ein bisschen logisch denken könnt, sind Errors eigentlich überhaupt nicht schwer zu verstehen. Deswegen fangen wir einfach mal an, indem ich ein neues Script hinzufüge, das Script dann umbenenne in Errors und heute mal ein paar Sachen mache, die Errorn werden. Wie zum Beispiel, ihr kennt ja den Workspace. Local vs ist gleich game:getService Workspace. Und ihr wisst ja aus dem Fahrtenvideo, wie man Sachen im Workspace findet. Und zwar, indem man sagt, local Buch ist gleich workspace.buch. Und im Pfadevideo habe ich euch auch gesagt, dass wenn ihr euch nicht sicher seid, ob irgendein Pfad existiert, dann sollte man natürlich find first schalt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Ding schon existiert, sollt ihr wait for schalt machen, wenn ihr aber dafür wisst, dass es existieren wird. Wenn wir einfach nur workspace.buch machen, gehen wir davon aus, dass wir im Workspace auch ein Buch finden. Und wenn wir kein Buch im Workspace finden, dann steht im Output Error. Buch is not a valid member of Workspace Workspace. Das ist die erste Error-Message, die wir haben. Und zwar, Buch ist das, was wir geindexed haben. Is not a valid member. Ist kein valides Mitglied vom Workspace Workspace. Hier steht Workspace Workspace, weil das erste ist die Klasse, das Objekt an sich. Es ist ein Workspace. Und das zweite ist der Name davon. Und der Name vom Workspace ist auch Workspace. Wenn wir den Workspace umbenennen würden, was ihr am besten nicht macht, es sei denn, ihr habt dabei einen Plan. Zum Beispiel, wir nennen jetzt Workspace 2. Wäre es immer noch ein Workspace, ich drücke immer noch auf Run. Und dann steht hier, Buch is not a valid member of Workspace, Workspace 2. Verstanden? Nein? Okay. Wenn wir jetzt sagen, Workspace Doppelpunkt find for schalt Buch, dann wird es den Error nicht mehr geben. Kein Error, sondern der Server läuft jetzt einfach. Jetzt wollen wir aber was mit dem Buch machen, das wir gefunden haben. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, Buch Doppelpunkt Open. Wir wollen das Buch öffnen. Was passiert, wenn wir versuchen, das Buch zu öffnen? Wir drücken auf Ausführen und Error. Attempt to index nil with open. Netterweise zeigt uns hier auch, dass es in Zeile 5 passiert ist. Also erst kommt Errors, dann die Zeile, also Zeile 5 und dann Attempt to index nil with open. Das heißt, wir haben versucht, nil mit open zu indexen. Wir haben versucht zu indexen, wisst ihr, aus dem Table- und Listen-Videos, dass wenn man eine Liste indiziert mit einem Index, dass man dann halt das bekommt, was in diesem Objekt an der Stelle des Index drin ist. Aber es gibt in dem Buch überhaupt gar kein Open. Noch schlimmer, es gibt in nil gar kein Open, weil wir haben nach dem Buch gesucht mit find for schalt, aber das Buch existiert gar nicht. Dementsprechend haben wir nil indiziert und wir wissen jetzt so, hä? Warte mal, warum steht da nil und nicht Buch? Weil das Buch nil ist. Wir haben kein Buch gefunden mit find for schalt. Was ihr auch mit Fehlermeldungen machen könnt, wenn ihr sie hier unten in der Ausgabe seht, ihr könnt sie anklicken und kommt dann direkt zu dem Script in der Zeile, in der dieser Fehler passiert ist. Den Aufrufstapel findet ihr hier unten auch. Hier beginnt der Stack, dann sind wir im Script und theoretisch, wenn der Error jetzt noch ein bisschen tiefer drin ist, Aufrufstapel haben wir in der letzten Folge gelernt, wären hier die anderen Zeilen vom Aufrufstapel auch noch zu sehen. Ganz praktisch zu wissen. Okay, wir wissen, unser Buch ist nil, also sagen wir jetzt if not Buch, then return end, weil dann können wir nicht weitermachen. Wenn es kein Buch gibt, geht es nicht weiter, dementsprechend gibt es keinen Error, aber wir haben halt immer noch kein Buch, das ist halt auch blöd. Das Buch wird nicht geöffnet, also füge ich zum Workspace, dann bin ich mal wieder in den Workspace um, ein Buch hinzu, indem ich erstmal ein Part hinzufüge, hier, und dann machen wir daraus ein kleines Buch. Wir machen es ein bisschen dünner, ein bisschen breiter, duplizieren, Ränder, möchte ich es drehen, aber ich möchte es über diese Achse drehen, dementsprechend werde ich den Pivot über Model und Drehpunkt bearbeiten, indem dass der ab jetzt dort ist und hier oben, blub, Drehpunkt nicht mehr bearbeiten und jetzt kann ich es einfach drehen und wir haben unser Buch. Das wird jetzt mit Steuerung G zu einem Model gemacht. Muss natürlich noch zusammenhalten, das heißt über den Model-Tab gehe ich hier auf Erstellen und auf Weld bzw. Kopplung. Dann gehören die jetzt zusammen und wir haben unser Buch. Perfekt. Wir müssen das Model nur noch Buch nennen. Und jetzt ist ja das Buch. Perfekt. Wenn ich jetzt auf Run gehe, blub, kommt der nächste Fehler. Open is not a valid member of model workspace.buch. Das bedeutet, jetzt haben wir zwar das Model Buch gefunden, aber es gibt immer noch keine Open-Funktion für dieses Model. Um eine Open-Funktion zu haben, müssten wir erstmal ein Table oder ein Meta-Table anlegen, der diese Funktion auch hat und in dem dieses Buch dann auch noch drin ist. Und das ist das nächste, was wir machen. Jetzt sagen wir nicht Buch ist das, sondern wir sagen jetzt erstmal Buch Model ist gleich dieses Buch, if not Buch Model. Und dann sagen wir local
Buch ist ein Table und in dem Table ist ein Model drin und das ist das Buchmodel. So, und von diesem Buchtable möchten wir jetzt die Open-Funktion ausführen, aber er unterstreicht uns direkt rot Key Open Not Found in Table Buch, weil das findet Lua selbstständig raus, da ist gar kein Open drin. Also fügen wir direkt Open hinzu. Open ist gleich eine Function, die nimmt Self und sie printet self.model, wird geöffnet. Jetzt führen wir das aus, aber wir sagen nicht Buch:Open, sondern wir sagen Buch.open. Jetzt gehen wir auf Ausführen und blub, der nächste Fehler. Errors 9, attempt to index nil with model. Also gucken wir in Zeile 9, was wird mit Punkt.model indiziert? Self. Self ist nil, warum ist self nil? Kann man dann darüber nachdenken, man guckt hier unten in den Aufrufstapel rein. Wir sind in Zeile 9 und die wurde invoked von Zeile 12. Gucken wir uns mal Zeile 12 an, indem ich hier raufklicke, das dann mal wegmache. Ach, hier steht Punkt und nicht Doppelpunkt. Und wir haben ja gelernt, wenn man eine Methode mit Self in einem Table drin hat, dann muss man sie mit einem Doppelpunkt indizieren. Und dann wird sie auch funktionieren. Also noch einmal Doppelpunkt, eben war ich noch im Run drin. Drücke nochmal auf Run und wlupp. Jetzt müsste hier, also erstmal gibt es keinen Error. Und im Output müsste jetzt irgendwo stehen, da steht's, Buch wird geöffnet. Hat funktioniert. So, damit haben wir jetzt schon ein paar Sachen herausgefunden. Zum Beispiel, wenn da steht Attempt to index nil mit irgendwas, bedeutet das, dass irgendeine Variable von euch nil ist. Und nil bedeutet, sie wurde wahrscheinlich gar nicht gefunden oder existiert gar nicht. Und dann müsst ihr gucken, warum sie nil ist. Wenn da steht index with, dann bedeutet es, dass irgendwo Punkt oder Doppelpunkt genutzt wurde mit einem Keyword, welches nicht existiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel open mit einem kleinen O schreiben, was mir jetzt schon unterstrichen wird, aber ich mach's trotzdem, dann steht da attempt to call missing method open auf table. Das heißt, jetzt wurde in dem Table open gesucht, aber nicht gefunden. Auch blöd. Missing method bedeutet, sie existiert nicht. Wenn wir jetzt mit einem Punkt nach open suchen und das ausführen wollen und das dann runnen, dann steht da attempt to call a nil value, weil wenn man mit einem Doppelpunkt invoked, dann sucht man nach einer Method und möchte sie ausführen. Wenn man mit einem Punkt invoked, dann versucht man zu callen, und zwar eine Funktion zu callen. Und das wurde mit nil versucht, weil Punkt.open existiert, und zwar es ist nil. Und jetzt haben wir versucht, nil zu callen. Das wäre das gleiche, als würde ich hier hinschreiben, ich mache mal wieder Stopp, nil ausführen. Wäre genau das gleiche, wenn ich jetzt noch einmal hier auf Run gehe. Ach hier, und Expected Identifier when parsing expression got nil. Okay, da meckert er direkt schon rum, dass wir nil dafür gar nicht erst verwenden dürfen. Aber damit haben wir die nächste Error Message. Expected Identifier when parsing expression got nil. Bedeutet, dass nach einem Namen für eine Variable gesucht wurde, die invoked werden soll zum Beispiel, oder die indexed werden soll, oder halt mit der irgendwas gemacht wird, aber stattdessen bekommt man etwas, was kein Variablename ist, zum Beispiel nil ist nämlich keine Variablename, sondern ein Keyword für einen variablen Typ, ein Wert. Hätte ich mal nil groß geschrieben, weil dann ist es tatsächlich eine Variable, die nil ist. Und wenn ich die ausführe, kommt dann wieder der Error, attempt to call a nil value. Okay, dann gibt es natürlich noch andere Fehler. Zum Beispiel fügen wir jetzt eine neue Methode zum Buch hinzu, zum Beispiel Seite entfernen ist eine Function, die nimmt mal wieder self rein. Das bedeutet jetzt, es ist eine Methode und wir sagen dann einfach self.seiten minus ist gleich 1. Wir entfernen eine Seite. Buch, Doppelpunkt, Seite entfernen. Führen wir das Ganze aus und wir kriegen den Fehler. Attempt to perform an arithmetic sub on nil and number. Jetzt sind wir bei den Error Messages angekommen, die uns sagen, dass etwas Mathematisches mit Werten versucht wird, mit denen das einfach nicht geht. Zum Beispiel können wir Arithmetics, also arithmetische Operationen, sagen wir einfach plus, minus, mal geteilt, ist Arithmetik, können wir nicht mit nil und einer Nummer machen. Hier steht in Klammern auch sub, das heißt subtract, also minus. Kann man nicht mit nil und number machen. Okay, das bedeutet, einer von diesen beiden Sachen, self.seiten oder 1 ist nil und das andere ist eine number. Wir wissen, 1 ist eine number, also muss das hier nil sein. Okay, self.seiten ist nil, warum? Weil wir gar keine Seiten festgelegt haben. Also sagen wir jetzt einfach, Seiten ist gleich 20. So, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, gibt es keinen Error. Wir sollten jetzt nur noch 21 Seiten haben. Okay, wenn wir hier plus 1 hinschreiben würden, da würde derselbe Fehler kommen mit arithmetic add für addieren. Dann gibt es noch div für dividieren, also geteilt, und mal für multiplizieren, also mal. Es gibt aber natürlich noch andere Error-Codes, zum Beispiel könnte man sagen local combined ist gleich hey und dann Punkt Punkt ho. Das wissen wir, mit Punkt Punkt kann man zwei Strings kombinieren. Wenn wir jetzt aber keine Strings, sondern zum Beispiel Booleans kombinieren möchten, das Ganze ausführen, kommt der Fehler.
Attempt to concatenate string with boolean. Concatenate bedeutet, wir haben versucht, Strings zu verbinden. Und zwar ein String mit einem Boolean und das geht nicht. Es geht tatsächlich mit Numbers, weil die Numbers dann automatisch in Strings umgerechnet werden. Es gibt keinen Error. Das finde ich sehr nett. Aber es geht natürlich auch nicht mit Tables. Wenn wir hier jetzt ein Table nehmen, das Ganze ausführen, steht da Attempt to concatenate string with table. So, und wir können auch noch 12 modulo true schreiben, das Ganze ausführen und dann steht da Attempt to perform arithmetic mod für modulo. Das ist geteilt und dann den Rest nehmen. On number and boolean. Damit wissen wir jetzt, wenn solche Error Codes kommen, dann geht es darum, dass wir versucht haben, Variablen-Typen miteinander zu kombinieren, welche man nicht kombinieren kann. Zumindest nicht über diese Operation. Attempt to index nil bedeutet, wir haben versucht, aus nil irgendwas rauszuziehen, was es nicht gibt. Attempt to call a nil value bedeutet, wir haben versucht, eine Funktion auszuführen, die es nicht gibt. Und dann gibt es natürlich noch Situationen, in denen man Funktionen und Methoden falsch ausführt. Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, buch.model Doppelpunkt pivot to. Damit verschiebt man ein Model an eine bestimmte Position. Wir füllen das Ganze aus und es kommt ein Fehler, argument run missing or nil. Und das bedeutet im Grunde nur, dass das erste Argument von dieser Roblox-eigenen Funktion nicht da ist oder nil ist. Diese Methode erwartet nämlich von uns den Target C-Frame vom Value C-Frame. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, als C-Frame, C-Frame.new 1,1,1, dann sollte das Ganze funktionieren und das Buch ist auf einmal hier bei 1,1,1. Hat funktioniert. Wenn wir jetzt die Funktion pivot2 nicht mit einem Doppelpunkt, sondern einem Punkt ausführen, bedeutet das ja, dass das erste Argument self jetzt nicht mehr self ist, sondern das erste Argument ist jetzt C-Frame. Aber die Methode erwartet ja self, weil es ja eine Methode ist. Wir führen das Ganze aus und wir sagen expected Doppelpunkt not Punkt calling member function pivot2. Das ist sehr, sehr nett an Roblox, dass sie es einem so deutlich sagen, dass sie einen Doppelpunkt und keinen Punkt erwarten, weil andere Methoden, die würden euch einfach nur sagen, dass etwas nil ist oder dass der Variablentyp nicht stimmt oder dass C-Frame zum Beispiel keinen eigenen C-Frame hat. Oder kein Primary Part hat. Oder wenn es halt um das Buch gehen würde, dass C-Frame nicht .model hat. Gut, wir wissen, wir sollen hier einen Doppelpunkt verwenden. Wir können hier natürlich auch falsche Variablen-Typen verwenden. Zum Beispiel können wir hier true reinschreiben. Führen das Ganze aus und er sagt dann unable to cast bool to coordinate frame. Coordinate frame ist die längere Version C-Frame auszuschreiben. Und unable to cast bool to bedeutet, es war nicht, dass Lua nicht in der Lage war, den Boolean, Bool, zu einem C-Frame umzuwandeln, weil die Methode erwartet ja einen C-Frame und Lua versucht ja, wenn es irgendwie möglich ist, die Variablen, die falsch sind, schon zu den richtigen Variablen noch umzuwandeln. So kennen wir das ja von Numbers, die, wenn sie mit Strings concatenated werden, zu Strings werden. Aber in dem Fall ist es einfach nicht möglich. Wir haben jetzt ein Boolean angegeben, obwohl ein Coordinate Frame, also ein C-Frame erwartet wird und das in Zeile 19. Gucken wir nach, wo haben wir ein Boolean angegeben? Hier. Und hier wird ein C-Frame erwartet, was da oben auch steht. C-Frame muss man hier reinschreiben. Sehr, sehr nett. Damit sind wir jetzt, glaube ich, alle Fehlercodes, die mir so in den Kopf kommen, durchgegangen. Wenn euch noch irgendwelche Fehlercodes einfallen, die ihr nicht versteht, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare, weil mehr fällt mir aktuell nicht wirklich ein. Aber ihr solltet eigentlich jetzt gecheckt haben, es ist immer ziemlich simpel. Es hat eigentlich immer irgendwas mit falschen Variablentypen zu tun oder dass etwas nil ist oder dass man Punkt und Doppelpunkt vertauscht hat. Das sind eigentlich so diese typischen Fehlerquellen und in den Errors steht immer drin, welche Typen man versucht hat irgendwie zu verbinden und dass es einfach nicht geht oder was erwartet wird und was man stattdessen gemacht hat. Man muss es einfach nur einmal durchlesen, versuchen zu verstehen und in die Zeile gucken, was dann da wirklich passiert ist. Und eigentlich versteht man dann jeden einzelnen Fehlercode. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen, dass ihr jetzt besser mit Errors zurechtkommt. Wenn nicht, dann lasst ein Dislike da. Das nächste Video der Serie, das ist jetzt hier schon eingeblendet. Falls nicht, dann ist es noch nicht da. Das war's. Bis dann und ciao!